aber den werden wir schon finden. Ihr habt es euch gewünscht, Mann. Eine fucking vierte Karriere. Seid ihr euch da wirklich sicher? Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr eine vierte Karriere sehen wollt? God damn, dann kriegt ihr sie auch. Und wir werden selbstverständlich eine neue Kämpferin erstellen. Denn nach Robinho Flynn ist endlich mal wieder eine Dame dran. Und, ich bin gespannt, was es wird. Was es wird, ladies and gentlemen. So, wir kümmern uns als erstes mal ums Aussehen. So, nein, Maverick ist es nicht. Das haben wir schon getestet in Karriere 2. Oder was, 3? Wir haben sie auf jeden Fall alle zerruppt nach einer Minute auf Profi, deswegen nein. Ja, gucken, ob wir irgendeine, das hier vielleicht so? Ne, es ist asiatisch, das geht gerade nicht. Oh, das sieht irgendwie badass aus. Ne, das ist ja die Standard. Die sieht da drüben überhaupt nicht so aus wie auf dem Foto. Schade, das dachte ich wäre ein bisschen mehr badass. Schauen wir mal. Ich will irgendwie. Was ist damit? Ja. Die hat einen Bunny auf der Brust. Auf dem Bauch. Ich glaube, damit können wir vielleicht schon mal starten. Dann Haare. Diesmal machen wir nicht die hübschen Zöpfe, sondern. Was hatte ich beim letzten Mal noch eventuell nehmen wollen? Das hier, glaube ich, ne? Ich fand das ganz süß. Oh, das wird wieder eine Süße. Eine kleine Süße. Das machen wir auf jeden Fall wieder so. So, diesmal hat die auch normale Haare. Augenbrauen, ganz ehrlich, vom Stil her passt mir das eigentlich auch schon. Gesicht, ganz ehrlich, ich habe da eigentlich überhaupt gar nichts einzuwenden gegen das Gesicht. Wir geben ihr aber noch... passen die... Wow, nee, das geht gar nicht. Ja. Etwas dunkelblauere Augen. Körper. Nee, diesmal nicht so ultimativ durchtrainiert. Etwas dünner. Wir machen ja auch diesmal Strawweight. Da passt der etwas dünnere Körper sowieso schon. So, lassen wir das Bunny da. Schauen wir mal. Haben wir hinten noch irgendwas? Nee, ne? Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Tattoos müssen einfach immer sein. Dagegen ist eigentlich überhaupt nichts einzuwenden. Ich glaube... Naja, ich muss mal schauen, ob wir hier irgendwas finden, was irgendwie passt. Das Bunny finde ich ja echt witzig. Aber die macht jetzt eher im Strawweight. Die gibt sich als Süße aus. Ist sie aber nicht. Ganz einfach. Die gibt sich als Süße aus, ist aber eigentlich richtig krank. Badass. So, wir machen hier einmal so ein Pseudo-Arschgeweih. Aber nur Pseudo. Das ist keins. Ja. So. Das Bunny-Tattoo, ganz ehrlich, das finde ich... Ne, ich sag ja, die macht einen auf süß. Ist er aber halt nicht. Das kann man schon lassen. Auf dem rechten Arm hätte ich aber ganz gerne noch ein Tattoo. Und zwar das hier. Tatsächlich. So, wir werden sie nicht so hart zu tätowieren, sondern wir machen eher ein paar kleinere. Jetzt lassen wir nachdenken. Ist ja eigentlich da. Dann machen wir auf dem linken Arm auch noch was Kleines. Aber wie gesagt, nur ein paar Kleinigkeiten. Na, jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich das hier vielleicht mal nutze. Nee. Da fällt mir schon was Gutes für die 8. Generation ein. Damn. Na, bei sowas bin ich sehr gerne sehr kreativ, ey. So. Aber so eine Schleife zum Bunny wäre irgendwie auch witzig, oder? Ich sag ja, so eine Pseudo-Süße will ich irgendwie machen. Kann ich nicht irgendeine Verwendung für die Schleife finden? Wie weit runter? Kann man das eigentlich theoretisch an die Finger machen? Nee, ne? Sicher nicht? Es verschwindet irgendwo im Handschuh. Das funktioniert wohl nicht. Dann machen wir hier so eine kleine süße Schleife hier hin. So quasi als Storyline, meine Linke ist ein Geschenk für dich, weißt du? Willst du auspacken? Boom. Und das war's auch schon. Mehr Tattoos kriegt sie auch tatsächlich gar nicht. Also nicht so übertrieben tätowiert wie sonst. So, doch, sieht nach einer Süßen aus, oder? So, also bei aller Liebe, ich mag dieses X-Strap gar nicht. Das geht einfach nicht, sorry. Also falls ihr eine andere Hose mal sehen wollt, eine andere Ding mal sehen wollt, das geht gar nicht. Was, die Olle sieht aus, als ob sie eine Mörderin ist? Also bitte.
So, ich denke mal, ganz ehrlich, zu den Frauen passen einfach die ganz kurzen. Ja, das passt schon. Mundschutz! Muss ich ganz kurz überlegen. Ja, das ist wieder normal. Was geben wir denn für einen Mundschutz? Am besten einen, den wir noch nicht hatten, wa? Aber es wird schwierig, wir haben so viele Karrieren schon gemacht, so langsam sind wir mal alle durch, ey. Naja, aber wir haben ja gesagt, wir machen eher einen auf eine Süße, so Pseudo. Was kriegt sie denn dann? Wir haben hier leider nichts Süßes. Was ist das hier so? Ne, das sieht irgendwie total bescheuert aus. Nehmen wir das vielleicht? Das sieht aus, als hätte sie einen Maulkorb. Vielleicht läuft es einfach bei ihr mal auf das ganz normale, auf das UFC-Ding hinaus, oder? Ja, ich glaube, wir machen einfach mal was Standardmäßiges, ne? So, Accessoires. Ja, ausnahmsweise gibt's bei der Frau jetzt auch mal Knöchelschoner. Normalerweise haben wir die ja nicht. Aber wir hatten jetzt lange keine mehr, deswegen ist das schon in Ordnung. So. Als Charakter. Was nehmen wir denn da? Was könnte zu ihr passen? So vielleicht? Ah ne, John Jones kann mich mal am Arsch lecken. Saltos macht sie keine. Rastet die aus, wenn sie gewinnt? Nee, das finde ich total bescheuert. Ja. Da würde mir auch noch was Gutes einfallen. So, Dan Henderson rastet auch mal aus. Oh, komm. So ein chilliger Rashad. Ist sie so eine chillige? So, was habt ihr erwartet? Hm, weiß nicht, was ist los? Was ist los? Vielleicht. Yo! Okay, nein, das passt absolut nicht zu ihr. Tut mir leid. Aber da wir hoffentlich öfter die Siegeranimation sehen wollen, deswegen, ne? Sampir ist auch nicht. Silber auch nicht. Hm. Und das ist eigentlich auch eher so scheiße langweilig, wa? Ich glaube, sie wird einfach Rashad Evans machen. Sie wird einfach den Rashad Evans machen. So. Skills. Jetzt wird es nochmal interessant. Was machen wir denn mit ihr jetzt? Was machen wir mit ihr? Wir hatten jetzt die Lights Out. Das war... Ne, das war noch eine normale, eine MMA-Fighterin. Ne? Der letzte war Taekwondo. Machen wir diesmal Muay Thai? Machen wir eine Muay Thai-Fighterin? Weiß gar nicht, was da gut zusammenpasst, ehrlich gesagt. Das ist halt, ich stehe halt einfach nicht. Ich weiß, das wollen auch durchaus einige von euch mal sehen. Aber ich stehe da halt nicht so drauf. Ich will halt eher im Stand-Up bleiben. Ne? Ich finde Clinch echt nicht so spannend. Muay Thai. Wie sind die Stats bei Kickboxen? Hier steht ja auch, was maximal ist. Da ist sau viel Geschwindigkeit drin. Bei Karate, da sind die Stats nicht gerade großartig anders. Die sind, geht es bei Clinch auf 100, geht bei Boden alles auf 100. Okay. Ausdauer würde auch auf 100 gehen, theoretisch. Wo ist denn im Stand-Up? Kann ich im Stand-Up irgendwas auf 100 machen? Warum kann ich im Stand-Up eigentlich nicht? Stand-Up ist, egal was ich mache, immer... Immer 70 Maximum? Kann das sein? Warum eigentlich? Das verstehe ich eigentlich gar nicht. Warum ist egal, was ich mache, der Stand-Up immer gleich? Nur die Anfangsstats sind anders. Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, oder? Ja, genau, deswegen, ja, aber Clinch, ne? Clinch ist. So zum Spielen finde ich Clinch kacke, ehrlich gesagt, ne? Ach so, die Stats sind egal wo immer gleich. Immer, ach so. Nur die Anfangsstats sind anders. Dann ist das eigentlich total scheißegal, was wir machen. Es geht nur um die Anfangsstats. Ach so. Ach so. Ah. Oder machen wir aus ihr jetzt eine Submission-Maschine?
Okay, bei Judo haben wir gar keine Skills gefühlt. Da ist Takedown-Würfe. Und da wäre... Ich glaube, Judo wäre vielleicht... Ich glaube, wir machen... Ich glaube, das machen... Wir machen Judo. Sie wird eine Judo-Kämpferin. Und wir pushen sie einfach aus dem Stand-Up hoch und machen mit ihr... Wir werden Stand-Up trainieren, aber auch gleichzeitig versuchen, schnell viele Submissions zu machen. Weil wir hatten jetzt mit Taekwondo so kranke Kicks. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, wir nehmen Judo. Damit wir halt einfach mal was anderes haben. So, sollten ihr vielleicht noch einen Namen geben, ne? So. Sie kämpft. Ne? Sie ist zurück in die Heimat gekehrt. Ladies and Gentlemen. Zurück in die Heimat gekehrt. Sie kommt wieder aus München. Sie ist bescheidene 22 Jahre alt. Sie kämpft im Strawweight. Ist 50 Kilo schwer mit 1,68. Oder? 1,65? Ne, 1,68. Ganz groß will ich es auch eigentlich auch nicht machen. 1,60, komm, was soll's. 1,60, sie ist klein, sie ist sehr klein. Das ist so klar soweit. So, jetzt brauche ich nur noch einen guten Namen für sie. Da habe ich mir nämlich als einziges noch keine Gedanken drüber gemacht. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Ich glaube aber, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Ich glaube, ich werde mit ihr judo-technisch viel mit Submissions machen. Weil wir halt jetzt einfach mal wieder was komplett anderes brauchen, als wir eine vorherige Karriere gemacht haben. Sodass es halt einfach interessant bleibt. Und ich glaube, wie krank ist eigentlich Executioner? Eigentlich ist das total krank. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Okay. Ja. Das macht einfach am meisten Sinn für die Karriere, die Richtung, die ich gehen werde. Deswegen passt das. Deswegen, Ladies and Gentlemen, stelle ich vor... Amanda, the Bone Crusher, Flynn. Ladies and Gentlemen, in unserem Strawweight, die Frauen sind nicht sehr, die haben nicht viel. Da werden wir jetzt ein paar Knochen brechen. So sieht's nämlich mal aus. Amanda, the Bone Crusher, Flynn. That's it. Ladies and Gentlemen. Welcome to the Ultimate Fighter. One more time. Oh, it's gonna be awesome. Let's do this. All the hard work, sacrifice, it's all coming down to this. I didn't sweat and cry all those tears and drip all that blood for no reason. My dream is to be the UFC champion, nothing else. I've got to destroy whoever they put in front of me. I'm not gonna let someone hijack my destiny. Every one of these fighters here honestly believe that this is their time, and they're right. This is their time. This is their opportunity to reach out and grab everything they ever dreamed of. Welcome to the Ultimate Fighter. Welcome to the... Oh, wie geil ist das denn? Oh, passender geht's ja gar nicht. Cupcake gegen Ronda Rousey, wie geil ist das denn? Fucking Team Tate gegen Team Rousey, wie geil ist denn das, Ultimate Fighter, bitte? Oh mein Gott! Oh, besser geht's gar nicht. Damn! Das ist awesome. Das könnte mal...
Oh mein Gott, geiler geht es einfach nicht. Puh. Confirmed. Und bitte. Ohne Diskussion. Alles klar. Das ist meine Gegnerin, meine erste. Boah, in welches Team werden wir kommen? Misha oder Ronda? Alex Cabrera. Was? Cabrera? Carrera? Carrera-Bahn? Ich glaube, gegen die Carrera-Bahn treten wir an. Und da kommt sie. Oh, schaut mal, wie badass sie reingeht. Hey, ich habe vielleicht einen Hasen auf dem Bauch, aber ich werde deine Knochen brechen! Easy. Amanda fucking Bone Crusher Flynn. Oh, oh, wie sie in den Ring alleine schon sneakt. Like a spider. Geil. Amanda Flynn gegen Alex Cabrera. Cabrera. I'm fucking ready. So, es wird Zeit. Oh mein Gott, sind die dünn. Vor allem meine ist ja... Wie klein sie sind. Oh, wie süß klein sie sind. Mega gut. Sag mal, verteidigst du eigentlich auch mal? Verteidigt die andere oder so? Eher nicht so, ne? Die hat keinen Bock. Wenn die keinen Bock hat zu verteidigen, werde ich sie halt vermöbeln, ne? Als Judo-Fighterin, mein Gott, sind die dünn. Furchtbar, ey. Na, komm, magst du zuschlagen? Komm, komm. Ja, gut, gut, gut. Ja, ich warte nur drauf. Oh. Wow. Holy crap, der hat ja gesessen, ey. Moment mal, der hat ja gesessen. Oh, schau mal, aber ich hab das Gefühl, wir haben übelst die langen Beine. Das sollten wir vielleicht zu unserem Vorteil ausnutzen. So, das hat es natürlich wieder aus. Das ist ja wohl klar. Oh, das Beinchen sieht schon gar nicht mehr so gesund aus. Oh, wir haben doch noch einen Headkick. Okay, hübsch. Und da fliegt sie. Und das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl, schön ins Gesicht. So, ab in die Halfguard. Am besten in die Side Control. Hat sie schon von Anfang an Kimura Lock? Nee, hat sie leider nicht. Muss natürlich erstmal jetzt rausfinden, was für Moves sie hat. So, wir können natürlich trotzdem mal versuchen. So, gehen wir in den Clinch. Und bringen sie einfach um, oder? Okay. Boom. So, das reicht mir aber noch nicht. Das reicht mir noch nicht. Erholt die sich nochmal? Die erholt sich nicht mehr. Die erholt sich nicht mehr. Die erholt sich nicht mehr. Die hat sie nicht mehr erholt, ey. Okay. Die hat nichts getan. Die war einfach raus. Das Nie hat sie aus dem Leben genommen. Ich glaube, die war ohnmächtig gefühlt. Schau mal, ich habe noch geguckt und gewartet. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist einfach keine Gegenwehr mehr. Keine Gegenwehr. Das habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Alter Verwalter, ey. RIP! RIP Alex. Sorry, aber das war einfach der Muay Thai Nie des Todes. So, du musst dich in einen Bereich... Mittlere 5. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Oh, Rousey sagt, das war nicht schlecht. Ein ziemlich guter Kampf. Ich möchte dich so schnell wie möglich ins Camp holen. Ja, dann. Team Rousey oder Team Tate? Who's it gonna be? Das war definitiv komisch, ja. Mal schauen. Schädelbasisbruch, ja. Wie schon gesagt, Ladies and Gentlemen. She's a Bone Crusher. So, wen haben wir denn diesmal dabei alles? Wir haben Quan Nappa. Wir haben Amy Kane. Wir haben Amy Booth. Okay, und zwei Booth. Zwei Amys.
Mayu Tanaka, göttlich Tanaka. Göttlich Tanaka, Gabriel Wilson. Amanda Flynn ist im Team Rousey. Alyssa Lee. Luana Rocha. Caitlin Greer. Bea oder Bella Tejera. Caitlin Witt. Sehr geil. Mi Ying Song. Lily Taylor. Und Abby Foley. Das klingt eigentlich nach einem ziemlich geilen Ultimate Fighter, oder? Sehr gerne. Das nehme ich genau so an mich. Theoretisch hätte der Referee früher dazwischen gehen müssen, ja. Theoretisch. Das ist unsere Kämpferin. Es wird verdammt interessant. Wen kriegen wir denn jetzt als erstes quasi serviert, ja? So, Quan Nappa oder Amy Booth? Ich würde sagen, wir nehmen mal die Quan Nappa. Nampa. Quan Nampa. Und endlich geht's ins Training. So, ich weiß, Ronda, es wird noch ein harter Weg. So, wir kennen das. Das haben wir jetzt tatsächlich schon öfter gemacht. ja, ich muss ja irgendwo reinklicken, ne? So, und go. So. Ich würde sagen, da sie ja jetzt eben Ground Game technisch ziemlich sick sein wird, von Haus aus schon, machen wir, warte mal, Schnelltreffer war Kombination drücken, ne? Ja, machen wir so. Du musst die angezeigten Treffer am Sandsack landen. Und schnell sein musst du dabei auch. Ich will mal, oh, schönes Knie. Mal sehen, ob ich das hinkrieg so schnell. Ja, schön, so will ich das sehen. Oh, das war langsam, wa? Tempo los. Ja, das sieht gut aus. Da brauchte man 1800 Punkte, wa? Achte auf dein Tempo. Das machst du nicht. Komm schon, das schaffen wir. Du musst immer auf das Tempo achten. Ja, 1800 hätten wir. Komm, einmal müssen wir es noch schaffen. Komm, komm. Noch 5 Sekunden. Yes! Das reicht für eine A-Wertung. Easy A-Wertung, Mann. Easy A-Wertung. First Pick hin oder her. Wir machen die alle. So, wir haben hier schon mal ein A-Ranking. Das ist schon mal gut. Dann Handtreffer am Sandsack schaffen wir so noch nicht. Dafür sind wir erstens noch zu langsam und haben noch nicht verschiedene Moves. Das ist eigentlich auch alles, was ich erstmal werden will. Schneller nämlich. Und dann gehen wir in die Submission-Offensive. Warum ist hoffentlich relativ klar, oder? Ich will, dass du innerhalb des Zeitlimits Submissions einleitest. Ab in die Omoplata. Schön eingeleitet. Schön gemacht. Zieh die Submission durch. So, am Anfang sind Submissions halt tatsächlich auch gar nicht so einfach. Scheiße. Am Anfang sind Submissions auch gar nicht so einfach, wenn du die benötigten Skills tatsächlich noch nicht hast. Hallo. Weil unser Ziel ist ganz klar, jedes Mal, wenn wir jetzt gegen irgendwen kämpfen und wir werden zu Boden gebracht, Instant Submission. Oh. Nein, es ist nicht egal, ich spiele das schwerer. Wenn ich das nicht perfekt mache, dann wird das nichts. Lass jetzt nicht nach, bring die Submission. Komm, gleich nochmal. Ich hab doch das Richtige gedrückt, was krieg ich denn jetzt hier nicht hin, ey? Entschuldige, aber Submissions sind ja wohl exakt mein Ding. So sieht das manchmal aus. Stay kann froh sein, dass ich den nicht submitted habe, ey. Bleib dran, beim nächsten Mal klappt's. Vielleicht sind meine Submission Skills echt noch nicht hoch genug, damit ich das schon von Anfang an perfekt machen kann. Komm schon. Zieh die Submission durch. Will ich mir das ein oder ist das schwerer geworden? Okay, das war nichts. Ich starte gleich den nächsten Versuch. Ja, jetzt zieh die Submission durch. Macht nichts, bleib einfach dran. Okay, ich bleib mal dran. Ja, sehr gut. Jetzt bring die Submission. Man sich halt schon hart konzentrieren muss. 300 Punkte reicht natürlich. Da brauche ich was für 500? 500 brauchte ich da?
Ich glaube, du solltest dringend an deinen Submissions arbeiten. 800? Das ist leider einfach nicht genug. 800, das ist ja gar nicht möglich. 800 ist in 30 Sekunden gar nicht machbar. Ihr könnt mich mal. Das ist ein Witz. Das geht gar nicht. Vollkommener Unsinn. Alles klar. Nö, dafür mache ich mein Verletzungsrisiko. Ach, das hat dann automatisch gezählt? Ach, dammit. Nö, das ist. Dafür mache ich mein Verletzungsrisiko hoch. Aber 800 gehen geht gar nicht zeitlich. Das kann mir doch keiner beweisen, ey. Das ist doch Quatsch, ey. Ja, schön. Vollkommener Unsinn. Ich dachte 500, das ist okay, aber. Schau mal, warum kriege ich hier so viele Punkte eigentlich dann auch im Schwereren? Das ist doch Quatsch. Schön eingeleitet, super. Ist halt schon so, dass ich hier auch gefühlt. Gut, jetzt habe ich nicht so viele Punkte gekriegt. Ich weiß nicht, warum habe ich denn gerade 400 Punkte gekriegt? Kann mir das mal jemand sagen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Kann es sein, dass ich deutlich mehr Punkte kriege, wenn ich einfach nur die Submission halte, anstatt sie zu Ende zu bringen? Ich glaube, wir bleiben mal jetzt hier beim A-Ranking. Das Geile ist, es hat nicht gezählt. Ich dürfte es also nochmal machen. Irgendwas lässt mir hier keine Ruhe. Das lässt mir keine Ruhe. Zeitlimit Submissions einleitest und durchziehst. Gibt das... Okay, nächster Versuch. Weiter. Kannst du mir doch nicht erzählen, wie habe ich denn gerade 400 Punkte hier geschafft? Das wird doch nicht anders bewertet hier, oder? Schön, jetzt bring die Submission. Zieh die Submission so. Durch. Schau mal, ich habe die Submission durchgebracht und krieg 200 Punkte. Nicht mal. Okay. Das kommt noch dazu, nicht mal 200. Das ist doch Quatsch, oder? So, nochmal durchgebracht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Na, dammit, okay. Das haben wir jetzt tatsächlich nochmal verschissen. Du musst unbedingt weiter an dein da geht um mein Verletzungsrisiko hoch, weil je öfter ich das mache, ne? Ist mir jetzt egal. Ich will das jetzt schaffen. Ich schaffe niemals 800. Niemals. Ich meine aber auch, dass das einfach gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit ist. Okay, das war schlecht. Sorry, das lässt mir gerade keine Ruhe. Kann ja nicht sein, dass das auf Mittel so easy ist. Meine, an der Übung ist ja per se nichts anders. Super. Ne? Los jetzt, zieh die Submission durch. So, jetzt habe ich 250 Punkte fast gekriegt. Und jetzt meine ich auch, war das, weil ich die Submissions teilweise länger geblockt habe. Denn ich bin schwer davon, schwer überzeugt, dass das Blocken mehr Punkte gibt, als die Submission eigentlich durchziehen. Jetzt zieh die Submission durch. Da bin ich. Ich probiere das jetzt mal, indem ich einfach nur die Submission tatsächlich blocke. Am Ende zwar schon zu Ende bringe. Ach scheiße, dann geht das Ding doch irgendwann weg. Aber dann kann ich es nicht durch. Dann kann ich den Plan doch nicht durchziehen. Verdammt. Okay, das funktioniert so nicht. Okay. Dann. Lass ich's bleiben. Aber das hat mich jetzt einfach mal interessiert, weil das irgendwie doch was komplett anderes ist. So, wie war das hier? War das auf schweres, niedriges Verletzungsrisiko? In der Half-Guard. Du musst erst in die Full-Guard kommen und sie dann eine bestimmte Zeit lang halten. Und für jeden Treffer, den du landest, gibt es Bonuszeit. Wo ist die Full-Guard? Und wo sind meine Punkte? Komm in die Full-Guard, bleib dran! Ist das ein Bug? Wo sind meine Punkte? Das war ein Bug. Meine Punkte sind weg gewesen. Jetzt sind sie wieder da. Was war das denn für ein seltsamer Bug, Alter? Ja. Aber das war doch auch so, dass jedes Mal, wenn ich die Position gewechselt habe, ich eigentlich mehr Punkte bekommen habe, ne? Kann ich mal in der Full Guard bleiben? Nicht nachlassen, bleib in
Er braucht bestimmt wieder auch 800, oder? Ne, 700. Gut, ich habe da noch ein bisschen was falsch gemacht. Da kriegen wir dir auf jeden Fall die A-Wertung hin. Ja, ich werde da auch noch besser. Ich habe jetzt gerade ja gesehen, was ich noch falsch gemacht habe. Ja, aber das, irgendwie macht das überhaupt gar keinen Sinn mit der Fullguard halten. Wo bleibt die Fullguard? Ja, die Fullguard musst du jetzt halten. Das ist eigentlich auch anders, das Training. Hol dir die Fullguard, ich weiß, dass du das kannst. So, 700 Punkte haben wir. Und 800 hätten wir auch. So, siehste. Aber da war auch irgendwie jetzt was anders oder komisch am Training. Du hast dein Können, egal. Grappling gezeigt und warst schön dominant. Das gibt auf jeden Fall gut Punkte. Das steht fest. So. Ja, minus 5 Choke-Verletzungen. Es ist mir auch herrlich egal, sage ich jetzt mal. Wir switchen da jetzt einfach rein. In den Kampf und werden sie hoffentlich. Wie gesagt, ohne die Skills, sie zu submitten, ist am Anfang relativ schwer. Ob das klappen wird, weiß ich nicht. Warum ich Weiber fighten lasse? Hast du was gegen Frauen? So, Preliminary Day, it's on. So, das ist, da kommt sie schon wieder rein. Ich will das unbedingt nochmal sehen, wie sie so eine Spider reinklettert. Das sieht so cool aus. Oh, Frau Rousey neben mir, du. Oi. Die ist ready. Und jetzt wird hier reingesneakt. Yeah. Nice. Gefällt mir richtig gut, ey. So, unser Gegner ist unsere... Ja, ich gehe mal fest, schwer davon aus, dass es eine Koreanerin ist, wa? Ist dem so? Nein, aus eine Thailänderin. Aus Bangkok. Kwan Nampa. Aus Thailand. Oh, sieht interessant aus. Oh ja, okay, badass. Alles klar, von mir aus. Alles klar. It's on. So. Da bin ich mal gespannt jetzt. Gegen die Thailänderin. Ach, die Stimmung hier im Ultimate Fighter mit den ganzen Freunden ist irgendwie schon witzig, ey. Und die ist aber gut im Ausweichen immerhin. Oh, yes. Oh, so ein, wir haben noch nicht einen einzigen Kampf durch TKO Bodyshots gewonnen. Ich würde sagen, Alter, die hat aber auch ein paar heftige Fäuste drauf. Das bilde ich mir nicht nur ein. Eigentlich für eine Judo-Kämpferin hat die ziemlich sicke Fäuste drauf. Da siehst du, da ist auch schon Blut am Start. Bin ich das? Nee, das ist definitiv sie. Definitiv sie. Alter. Da tropft es aber hier schon ganz schön. Nee, oder bin ich das? Ist gar nicht. Nee, bei Hidden Hits kommt das Blut schon. So, wir werden auf jeden Fall aus ihr eine Bone Crushing Submission Machine machen. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt auch versuchen, in den Takedown zu kommen. Au. Und das schaffen wir natürlich auch. What? Wow, wie schnell hat sie denn das geswitcht? Und Armbar. Und los. Alter, die weiß ja gar nicht, wie sie sich zu wehren hat. Die weiß ja gar nicht, wie sie sich... Oh, Bone Crushing confirmed. Oh, Bone Crushing confirmed. Meine liebe Thailänderin, it's over. Woo. Und da war sie. Bone Crushing. Und der Arm ist durch, da muss sie tappen. Das ist sie. Das ist Amanda Bone Crushing Flynn. So nicht anders würde ich das sehen, Mann. Boom. Ah, der Arm. Ja. Da hat sie den Cut gehabt über der linken Schläfe. Sau gut, Mann. Winner by tap out and moving on. Winner by fucking tap out. Okay, und keine Namen.
Gut, Namen kriegen wir nicht. Ist halt so. Von mir aus. Die Vorrunde haben wir überlebt. Glück gehabt. Ich bin sehr gespannt. Ist die Strawweight Women's Division genauso knallhart wie die normale Division? Weil, und da muss man es ja wirklich sagen, wie es ist, ja, die Bantamweight Division. Es ist schwierig gewesen mit unserer guten Lights Out. Mit quasi ihrer Oma. Ja, das ist ja quasi ihre Oma gewesen jetzt. Warten wir es ab. So, wir hätten jetzt hier einmal Gabriel Wilson oder Alicia Lee. Ich würde sagen, wir nehmen die Gabriel Wilson. Das ist vollkommen egal, worauf es hinausläuft, sage ich jetzt mal. Schau mal, wir haben überhaupt keine Stärke. Also eigentlich brauchen wir uns im Stand-Up gar nicht sehen lassen. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, das war eh ziemlich gut. So, erstmal wird auf jeden Fall die Punch-Geschwindigkeit trainiert. Ohne Diskussion. Dann die Submission-Offensive. Sehr schön. Keine Verletzungen bitte zuziehen. Und auf jeden Fall die untere Position, weil ich weiß, dass in der unteren Position später ich froh sein werde, dass ich es geskillt habe. Ich sag nur Ronda Rousey. Auch wenn wir auf sie nicht treffen im Strawweight, trotzdem sollte man darauf gewappnet sein. Das ist ganz wichtig. Man muss sich darauf einstellen. Ganz einfach. Und Quarterfinal, Baby. So. Ja, da kommen jetzt erstmal wir mit der Frau Ronda. Das skippen wir jetzt aber durch. Gabriel Wilson aus Kanada. 23 Jahre jung. Wir sind 22 Jahre jung. Würde ich sagen, confirmed. So, hast du auch Bock auf ein bisschen gebrochenen Arm? Weil ich ja echt mehr von... Das Ding ist ja zwar Stärke. Also ausnocken werden wir wahrscheinlich keinen. Aber... Ja, deswegen wird auch wahrscheinlich Buddy Chaos sehr schwierig werden mit ihr. Aber man weiß ja nie, ne? Oh! Gerade sagen, der Knee Strike, dieser Leg Kick hat gerade irgendwie ziemlich wehgetan. Schön. Ganz ehrlich, wenn wir eigentlich jetzt nur noch drauf gehen, dann ist hier eigentlich schon Feier. Ist hier. Oh mein Gott! Ich hab nix gesagt! Oh mein Gott, und was ein Schlag! Oh, schaut mal, Augen zu, Lights out! Quasi. Alter, das hat richtig geklatscht, ey. Und dann aber, schau mal, da ist nichts mehr. Das hätte der Referee schon so früh abbrechen müssen. Da nicht mehr gewehrt, einfach nur noch ins Gesicht geprügelt. Alter. Amanda? Scheinbar kann man auch ein paar Wangen- und Augenknochen brechen. Alter, stell dir mal vor, hier bricht das alles. Oh. Ekelhaft. Damn. So, auf wen treffen wir im Halbfinale? Auf Witt. Ach, das ist die Witt mit den coolen Namen. Die fand ich super. Die fand ich super. Da würde ich ganz gerne weitermachen. Boah. Jetzt hat die eh schon keine Strike. Ja gut, das ist Ultimate Fighter. Da ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Das ist jetzt nicht so sonderlich schwierig. Das stimmt schon. Na, du sollst ja auch am Anfang nicht auf den Sack kriegen, theoretisch. Das Spiel weiß ja nicht, dass ich meine vierte Karriere anfange. Aber ich habe ja auch noch keine Karriere undefeated geschafft. Also von dem her... Kannst du nicht viel machen. So. Da, das war sie, ne? Caitlin Witt. Caitlin Witt fand ich super als Name. Da würde ich ganz gerne doch mal reingucken. Nein, ich möchte nicht in die Caitlin Witt reingucken. Versteht das nicht falsch, ey. Oh, fischige Grüße. Dankeschön für die Grüße vom Fischkorb.
Ich grüße zurück. Ich grüße zurück, mein Lieber. Gebt ihn noch bitte noch. Ach so, da haust du da sogar direkt. Holy crap. Ich dachte gerade, wir können ja nochmal zurückgrüßen. Vielleicht hört das ja. Danke, Fischkopfmann, für deinen Host, Mann. Yes, love. Love, dankeschön. Hallo an alle, die von Fischkopf kommen. Oder vielleicht die auf seinem Channel noch jetzt den Host sehen. Wir zocken hier UFC, das kennt er ja noch ein bisschen bestimmt von Fischkopf. Falls ihr die letzten Tage gesehen habt. Gut, dass ihr jetzt erst einschaltet. Ihr hättet das bestimmt nicht vertragen, wie ich vorhin Stay fertig gemacht habe. Von dem her alles im grünen Bereich. Wir machen hier gerade unsere Karriere mit unserer Strawweight-Dame. Etwas, was wir bisher noch nicht angerührt haben. Ja, die Frau sollte man vielleicht auch nicht anrühren. Die nennt sich nämlich ganz liebevoll Bone Crusher. So, weil ehrlich gesagt, ich kann aber Stärke nicht so wirklich trainieren, also noch nicht. Also da sollten wir warten, bis wir die Skills rausgehauen haben. Also ich glaube, wir werden erstmal beim Training genau das machen, was wir jetzt die ganze Zeit machen, also dieselbe Welle. Und erst sobald wir Ultimate Fighter überstanden haben, können wir ein bisschen anders in die... Fischkopf, für dich. Weil, ne, er kam schon rein, 6-1 den Fischkopf verprügelt. Und dann dachte ich mir, weißt du was, für einen Fischi mache ich den jetzt mal ein bisschen salty. Und ich habe ihm das Salz hier so richtig schön in die Wunde gestreut. Ich habe dich gerecht, mein Freund. So und nicht anders. So, wir sind im Halbfinale jetzt des Ultimate Fighters. Würde ich sagen, prügeln wir einfach auch schnell raus. Wir hatten jetzt, den ersten hatten wir so ein K.O., dann hatten wir Submission, dann müssen wir wieder Submission machen. Mal gucken, ob es funktioniert. Weiß ich aber noch nicht. Fisch, ich werde dir nachher noch ein Highlight mitmarkieren auf Twitter. Das musst du sehen, ey. Da gehst du steil. Spoilert den Fischi jetzt mal nicht. Das muss er nachher einfach selber sehen, wenn ich sie poste. Da geht ihm einer ab. So, Caitlin Witt. Ich find den Namen irgendwie total geil. Ich weiß auch nicht. So, los geht's. Also, meine Liebe. Caitlin Witt. Ach, schon mal. Unsere Judo-Kämpferin hat also sogar den ein oder anderen Leckkick. Leckkick sagt. Ja, doch, eigentlich schon. Nee, nicht Leckkick. Ein Kick zum Kopf natürlich, ja. Ein Headkick. Hätte ich jetzt ihr so gar nicht zugetraut als Judo-Kämpferin. So. Oh! Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das aber für sie eine richtige Kackposition am Thai Clinch am Käfig und tot. Ja, nee, scheiße, die weiß nicht, doch sogar zu befreien. Egal, können wir nochmal zurückgehen. Gute Nacht, Fischi, gute Nacht. So. Ich würde sagen, wir lassen das mal hier am Käfig. Obwohl am Käfig immer schon saugefährlich ist. Aber, naja, die Caitlin, wer weiß. Es ist so geil, wie schnell die sich bewegen im Strawweight, ne? Damn it. Oh, setzt sie zum Takedown an. Okay, alles klar. Würde ich sagen, hauen wir da was raus. Der Tobi! Der Tobi war auch schon mal. Scheiße, jetzt habe ich auf das Submission nicht geachtet. Der Tobi war doch schon mal Sub, oder? Der ist doch schon ewig dabei, oder nicht? Mann, danke für deinen Sub. Der ist doch schon ewig dabei. So. Jetzt hätte ich die Submission leider sehr gerne durchgebracht, aber da muss man das Bone Crushen auch schon mal unterbrechen. Wenn hier so ein Sub rausgehauen wird. Back in Wolfpack, siehste, sag ich doch. Ich merke mir doch meine Pappenheimer. Danke, Tobi, für den Resub. Großartig. So, und schön mit dem Knie zum Körper. Ich sag's euch, wir werden mit ihr den allerersten Buddy KO machen. Das verspreche ich euch. So schnell, wie die rauskloppt. Ey, das wird so fein. Damn, aber die hält ganz schön was aus. Kann das sein? Oh, jetzt hat sie mich schon wieder in den Takedown Jetzt pass auf, lass mich nicht in die Backsit-Position, wenn du mich da... Oh, Rear Naked Choke ist jetzt schon confirmed. Oh, Rear Naked Choke ist confirmed. Yes, Rear Naked sitzt. Rear Naked sitzt. Ich hab doch gesagt, wir müssten jetzt eigentlich wieder eine Submission raushauen. Fuck, okay. Das habe ich jetzt leider tatsächlich verschissen. Das ist eigentlich auch totaler Quatsch. Da steht, lass uns in die Top-Mount-Position gehen. Aber eigentlich gehst du in die Full-Mount, nicht Full-Guard. Du gehst in die Full-Guard, nicht in die Top-Mount. Eigentlich ist das totaler Quatsch, der da steht. Kann das sein, dass ich überhaupt keine Energie mehr habe? Wow, warte mal.
Scheiße, wir kämpfen auch gegen eine Judo-Kämpferin, ne? Kann es sein, dass sie mir unter Umständen ziemlich wehtun wird? Und wenn nicht aufpassen. Okay, lass mich mal... Oh ne, nicht die Position, nicht die Position. Da gibt's immer so übelst auf die Fresse. Backclinch, Backclinch. Komm. Das war eigentlich eine Scheißposition für uns. Können wir aus der irgendwie was machen? Nee, können wir auch... Okay, und jetzt möchte sie selbst den Rear Naked Choke anbringen, aber da kommt die Glocke. Alles gut, alles gut, alles gut. Der Moment, wo die Ronda Rousey den Hocker bringt, ne? Da weißt du, was hier eigentlich los ist. So großartig. So. Weißt du, wir gehen in die zweite Runde im Ultimate Fighter Halbfinale. Ach so, krieg ich keine Fist. Das ist so eine angetäuschte Fist, damit sie mir eine auf die Fresse haut. Ich sehe das schon. Boah, dafür hau ich dir mal eine rein, ey. Wie sie immer ausweicht. Sie ist richtig defensiv. Aber es funktioniert. Sie hat die erste Runde überlebt. Was soll ich sagen, ne? Da klatscht aber auch der Headkick. Meine Herren. Na komm. Geht's jetzt echt auf den Kopf? Na, okay, alles klar. Na, was ist? Hä? Was ist? Hä? Legst du dich mit mir an? Hä? Was? Hä? Komm, komm, komm. Die kommt auch nicht ran. Die kommt auch ums Verrecken nicht ran. Die probiert immer wieder die Takedowns. Es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Oh, die so schnell kann die gar nicht schalten, ey. So, diesmal haben wir keine. Hau mal ein bisschen aufs kaputte Auge. Oh. Wow, ich wollte gerade sagen, dieser Ellbogen gerade von. Wait a minute, das geht. Holy crap, die macht das richtig gut. Steh auf. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das Ultimate Fighter Finale, dass die so, also, die macht einen geilen Job, was soll ich sagen? So, schön das Knie an den Körper. Das kann ihr nicht gut tun. Und bam, jetzt haben wir sie, das ist eine richtige Scheißposition für dich, das weißt du hoffentlich. Oh mein Gott, komm jetzt, nein. In die Half Guard bitte. Und dann direkt in die Top Mount Position. Und dann ist Armbar Zeit. Yes. Und ich sag's euch, jetzt schlägt sie zu. Jetzt was? Oh, verdammt. So, lass mich mal ins... Oh, Side Saddle funktioniert. Ah, dammit, sie hat noch keinen Triangle Choke. Keinen Guillotine Choke in der Position. Das ist ja übel. Sie hat auch leider keinen Kimura. Wir müssen ihr das alles gleich beibringen. Ansonsten haben wir ein Problem. So, komm, steh auf. Echt jetzt? Ah, stopp. Jetzt haben wir es aber geblockt. Aber wie gesagt, wir haben noch keinen Guillotine-Choke, weshalb wir aufstehen werden. Aus der Position können wir leider nicht so viel machen. Tritt ihr die scheiß Beine weg. Na egal. Das Problem ist, dass ich gerade nicht weiß, wie diesen Kampf nach unten gewinnen würde. Es gibt nur zwei beim Ultimate Fighter Halbfinale. Das heißt, wir müssen hier noch mal einen raushauen. Huh! Flying Knee zum Körper. Komm, mach sie kaputt jetzt. Was für eine Kombi und sie kriegt den Takedown. Es ist gleich vorbei. Oh shit, gewinnt die den Kampf nach unten? Ah! Moment, die setzen sich. Gibt es eine dritte Runde? Es gibt eine dritte Runde und wisst ihr auch warum, weil es unentschieden ausgegangen wäre. Es gibt eine dritte Runde im Ultimate Fighter Halbfinale. Normalerweise gibt es das nicht, für alle, die das nicht wissen. Es gibt eigentlich keine dritte Runde. Und es gibt eine dritte Runde, weil die zweite Runde meines Erachtens an mich gegangen ist und die erste an sie. Weshalb wir jetzt hier zu einer dritten Runde kommen, obwohl es eigentlich gar keine geben darf. Früher war das noch, also, ein bisschen besser angekündigt, so mit Sudden Death und so weiter. Diesmal gibt es einfach eine dritte Runde, fertig. Aber es ist definitiv, wäre es ein Unentschieden gewesen. Was ist los, ne? Hey, die hält richtig was aus, Mann. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen begeistert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber jetzt machen wir sie im Ground and Pound einfach fertig, oder? Komm, hau rein jetzt. Aber das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Es ist Zeit.
ein paar Knochen zu brechen. Oh ja, oh ja. Yes! Komm! Der Armbar sitzt! Der Armbar sitzt! Du wolltest in der dritten Runde, bist du dir sicher, dass du in der dritten Runde wolltest? Bist du dir da sicher? Und muss Caitlin Witt jetzt tappen? Muss Caitlin Witt tappen? Und sie tappt zum Sieg! Out! So und nicht anders, Ladies and Gentlemen. Wenn die wirklich denkt, sie geht hier in der dritte Runde mit mir, dann wird ihr eben der Scheißarm gebrochen. Und da kommt der Tapout immerhin. Naja, sie ist nicht ohnmächtig geworden, das muss man ja schon mal lassen. Nach so einer dritten Runde meine ich sogar fast, das ist möglich, theoretisch, aber gut. Wir sind also im Finale des Ultimate Fighters. Da wir eh keine Ankündigungen hier kriegen, würde ich sagen, skippen wir das durch. Dritte Runde, 2:45 hat es gedauert. Also der Kampf war schon echt zick für einen. Das dürfte in der vierten Karriere jetzt der beste, mit Abstand beste Ultimate Fighter Kampf gewesen sein, den wir je hatten. Not bad, würde ich sagen, oder? Kann man sich anbieten. Respekt. So, das Finale. Du stehst im Ultimate Fighter Finale. Das bringt dir neue Fans und zusätzliche UFC-Popularität. Wir wissen, wie der Hase läuft. Denn jetzt geht's wieder ins Gym. Damit wir uns fürs Ultimate Fighter Finale richtig gut vorbereiten können. Denn das ist immerhin unsere erste richtige UFC-Show. Wir kämpfen im Finale gegen Abby Motherfucking Foley. So soll es sein.